in menschenfernen Gebirgszonen. Nahezu unmenschliche Etappen unter sengender Sonne in Wetterstürzen. Gewaltige Leistungen im Menschenspalier. Die Bergetappen. Seit 1910 zählen sie zum unverzichtbaren Inventar der Tour. Ein Mitarbeiter des Tourdirektors de Grange, Alphonse Steines, hatte die Passagen durch die Pyrenäen in spektakulären Fußmärschen ergründet. Eine Ära begann mit den Worten, ihr seid Mörder. So Octave Lapisse auf dem Gipfel des Tourmalet zu den Organisatoren. Die Tour allein war schon ein Abenteuer, erzählt der Radsporthistoriker Serge Laget. Aber jetzt mit den Bergen wurde es eine Sache auf Leben und Tod. Niemand wusste, was passiert. Man fürchtete sogar, in den Pyrenäen könnten Fahrer von Bären gefressen werden. Ja, diese Straßen, das waren Wege aus Lehm und aus Schotter, erinnerte sich der verstorbene Tourdirektor Godet. Und es gab kaum Serpentinen. Die Straßen stiegen direkt an, da gab es ganz außerordentliche Prozentzahlen. 1911 ging es erstmals über den gewaltigen Alpenkoloss Galibier. Die Kulissen standen bereit für Dramen, wie sie etwa ein Eugène Christophe zu durchleiten hatte, mit gebrochener Gabel zu Fuß den Tourmalet hinunter eigenhändig wieder geschmiedet. Oder 1923, als sich der Belgier Beuys 17 Stunden lang durch Dauerunwetter zum Etappensieg durchkämpfte. Wenige Filmaufnahmen aus den frühen Jahren geben noch einen Eindruck von der unendlichen Mühsal dieser Zeit. Damals begann der Rundfunk seinen Siegeszug. Und wenn anfangs nur eine Handvoll schreibender Journalisten die Legendenbildung forciert hatte, so herrschte jetzt die Faszination des Dabeiseins. Und mit den Fernsehbildern rückte der Mythos Tour in eine neue Dimension vor. Amont Ventoux etwa, dem ungeheuren Steinklotz hineingerammt ins Zauberland der Provence, Respekt erheischend. Natürlich habe ich Respekt, weil der ist mordsteil gleich am Anfang. Und wenn man da dann natürlich gleich in die Luft fliegt, dann holt man sich nie wieder und dann krepelt man sich so bis oben hoch und verliert da eine Minute pro Kilometer. Also ist schon ein furchtbar schwerer Berg. Hier am Ventoux klafft der Spalt besonders tief. Zwischen dem Enthusiasmus der Fans und den Qualen der Fahrer in der gnadenlosen Steinwüste der letzten Kilometer. Hier schmecken die Siege noch besser. Nach einem Leidensweg über 16 Kilometer. Und man muss schon ein sehr entspannter Australier sein, wie der Sprinter Robbie McEwen, um dem Ventoux auf ganz eigene Art zu antworten. Denn eigentlich verlangen sie Respekt, die Berge der Tour de France. Denn an den Bergen kann man ja unendlich viel falsch machen. Da lauern viele Gefahren. Also Ulrich 98, Hungerast, Jacke zu früh ausgezogen und so. Es kann unheimlich viel passieren an den Bergen. Schlafen Sie, wenn Sie wissen, eine schwierige Bergetappe steht an, schläft man da unruhig? Wie ist das bei Ihnen gewesen? Wie ist es bei Ihnen? Ich glaube, das ist ein altes Lied. Wenn einer richtig gut drauf ist, dann macht er keine Fehler. Genauso, wenn einer richtig gut drauf ist, das wird man Udo bestimmt bestätigen, wenn man richtig gut drauf ist und es liegen Steine oder es sind Löcher in der Straße und dann fährst du da nicht rein. Und wenn du anfängst einzuknacken, dann fährst du in jedes Loch, du fährst auf jeden Stein und fährst öfters defekt. Wenn man gut drauf ist, wenn Körper und Geist 100% in Form ist, und dann unterlaufen einem kaum Fehler. Wenn einer verhungert, wie das war damals eine relativ kurze Etappe, wo Jan das passiert ist, und dann mache ich, und Jan war ein relativ junger Rennfahrer, da mache ich der Teamleitung einen Vorwurf. Die müssen darauf achten, müssen sagen, pass auf Jan, fang früh genug an zu essen. Können doch sagen, pass auf, ess, denk dran. Das ist nicht der Jan, der Jan war ein junger Rennfahrer, das hat die Teamleitung verschlafen. Wenn ich dem Rodefort sage, pass auf, Walter, was hast du denn da falsch gemacht? Der schiebt natürlich alles auf den Rennfahrer. Ne? Das ist am einfachsten. Der Rennfahrer, wenn der nicht ist, da kann der ich nicht dafür. Ich muss ihm sagen, das gehört dazu. Wie ist das von der Bergetappe? Wenn Sie wissen, jetzt geht's los. Ja, es hängt immer sehr viel davon ab, wie die erste Bergetappe verläuft. Und hat man gute Beine, hat man Selbstbewusstsein für die nächsten Tage. Man merkt, man hat seinen Rhythmus, man hat diesen Bergtritt, diese richtige Mischung aus Kraft, Atmung und alles, was dazu gehört, diese notwendige Souplesse. Ja. Und wenn der erste Tag in den Bergen schlecht verläuft, dann verliert man Selbstbewusstsein für die nächsten Tage. Dann kommen diese Fragen, ja, kämpfe ich jetzt gegen das Zeitlimit, wie lange kann ich die erste Gruppe halten, muss ich ins Gruppetto, diese abgehängte Gruppe, die dann zum Ziel fährt und was erwartet mich da jetzt? Und
die Anspannung vor der ersten Bergetappe, die ist immer sehr, sehr groß. Und ich denke, das geht allen im Feld so, weil man nie weiß, wo stehe ich, wie ist meine Form, wie ist die Form der anderen, was erwartet mich. Und ist dieser Tag mal geschafft und man hat ihn, ich sag mal, einigermaßen gut rumgebracht und dann gibt das Selbstvertrauen für die nächsten Tage und das ist sehr, sehr wichtig. Was passiert dann eigentlich danach? Wie werden Sie so schnell wieder fit, dass Sie am nächsten Tag wieder fahren können? Was läuft da ab? Ja, dazu, das ist natürlich sehr kompliziert zu erklären. Das ist natürlich so eine Tour de France-Vorbereitung, das dauert Wochen, bei Rennfahrern dauert das Jahre, bis sie mal diesen Standard erreichen, eben diese 3 Wochen zu fahren zu können. Und die Vorbereitung dahin, die läuft eben auch über kleinere Etappenrennen, wo man den Körper eben über Monate oder Wochen hinaus in Form bringt und eben an diese Strapazen gewöhnt. Aber generell ist es so, von den 150 oder 200 Rennfahrern, die da im Rennen sind, die sind alle nach 2 Wochen müde. Das ist klar. Und es geht allen gleich. Und das ist irgendwo auch, ich sag mal, das Schöne, das Gute an der Situation. Das Gruppetto wird immer größer, also die Gruppe der abgehängten Fahrer und vorne, die fahren auch nur schnell, aber es bleibt überschaubar. Es ja, aber ganz konkret genauso. Der Abend, wenn Sie vom Fahrrad steigen, was ist da? Dann werden Sie massiert, fit gemacht? Dann steigen wir ablegen und sind in die Badewanne. Und manchmal hat man natürlich auch den Wunsch, dass man in der Badewanne liegen bleiben möchte. Und der Im Campanilhotel gibt es keine Badewanne, Rudi. Und auf jeden Fall ist es auch ein bisschen Tipp verschieden. Es gibt Rennfahrer. Ich nehme mal ein Beispiel, Rolf Gölz zum Beispiel. Rolf Gölz war ein riesen Rennfahrer. Und bei Rolf Gölz hat einfach gefehlt, der hätte nie, das habe ich ihm auch mal gesagt, er war nie ein Toursieger. Er hätte nie ein Toursieger werden können, weil der Rolf Gölz, wenn der einen schweren Tag gehabt hat, einen richtig schweren Tag, hat er 2 bis 3 Tage gebraucht, bis er sich wieder erholt hat. Und ein guter Rennfahrer, ein richtiger guter Rennfahrer, der die Klasse hat, dass er sich in einer Nacht wieder richtig regeneriert, das macht dann die Größe aus. Dass er es am Morgens wieder auf Rast steigt und sagt, gestern ist gar nicht gewesen. Ein guter Rennfahrer, der vergisst es auch. Oder der sinniert nicht über den Tag, der war, sondern der denkt nach vorne und sagt, ah, heute war ich nicht gut, aber morgen da brate ich den einen drüber. Und am nächsten Morgen sind auch die Beine nicht schwer, da fahren sie einfach weiter. Es ist unheimlich viel die Psyche und man muss auch eine gewisse Spontanität haben, muss sagen, ja gut, gestern war gestern, heute ist heute, jetzt gehe ich an die Sache ran und heute drehe ich mal den Spieß um. Und die anderen sind von gestern müde und gestern, ich war nicht so gut gefahren, ich kann eigentlich mehr und das, die Psyche, die macht unheimlich viel aus. Eddie Merckx hat mal zu mir gesagt, als ich dann gefragt habe, ich sage, Eddie, sag ich, wie machst du das überhaupt? Jeden Tag bist du an der Spitze, du randalierst, du demarierst. Ja, sagte, wie mache ich das? Sagte, ich schlafe gut, ich esse gut und freue mich auf den nächsten Tag. Wahnsinn. Das heißt, so ein Mann, der muss sich gut erholen, sonst käme diese Aussage nicht. Und das ist das Wichtigste für einen Rennfahrer, dass sich schnell regeneriert. Und das macht natürlich für die Laien, für die Zuschauer diese Bergetappen so unglaublich spannend, weil man sich das kaum vorstellen kann, wer sich einmal mit dem Fahrrad so einen Berg hochgequält hat, wie das überhaupt schaffbar ist. Und so ist eine Bergetappe ganz speziell zu einem wahren Wallfahrtsort der Zuschauer geworden, die Alpe d'Huez. Für mich ist eigentlich eine normale Bergankunft. Ich werde da nicht irgendwie sagen, es ist Alpe d'Huez und das ist was ganz Besonderes, weil jede Bergankunft in der Tour ist was Besonderes. Ja. Und das wird einfach nur ein schwerer Berg werden und wo wir richtig fighten müssen und mal gucken, ob wir gut oben ankommen. Es war sicherlich sehr, sehr anstrengend, aber es war auch sehr, sehr schön, Alpe d'Huez zu fahren. Jetzt weiß ich, was Alpe d'Huez ist. Also so viele Menschen auf einmal habe ich noch nie gesehen und ich höre eigentlich gar nichts mehr auf beiden Ohren, weil die haben so geschrien. Und es war ein schöner Berg, aber es ist auch sehr anstrengend. Ja. Wartet in Ehrfurcht. Hart aus in der Kälte. Ich will euch auf die Probe stellen. Noch 24 Stunden. Regen, Temperaturen um 8 Grad. Doch was heißt das, wenn das Radsportfieber glüht? Oben drängen sich schon die Fans. Die Ordnungsmacht, klug geworden in 20 Etappenjahren, verhütet wohl nur noch das Schlimmste. Die Radsportverrückten kommen aus aller Welt und es scheint, als sollten in diesem Jahr auch die Deutschen am Rande eine Rolle spielen. Noch aber ist Alpe d'Huez das Mekka der Holländer und dies wird von einer unverdrossenen Combo in den Kneipen des Ortes akustisch untermauert. Das ist alles. Das ist, ein Tour ohne Alpe d'Huez ist kein Tour. Alpe d'Huez war voriges Jahr nicht im Tour, aber es ist keine gute Tour. Alpe d'Huez gehört in die Tour. Gedenkt in der Nacht den Siegern von einst, bereitet euch vor für den großen Tag.
Die Karawane zieht herauf, unerbittlich. Für manche ist das die wahre Show. Die hohe Kunst des Wartens. Radsportfans beherrschen sie offenbar. Am meisten geht die Post ab bei der französischen Gewerkschaft. Am Zelt in Kurve 14 herrscht Dauerparty. Ja, wer noch niemals da war, der hat irgendwas verpasst. Das ist also unglaublich. Das ist das größte Spektakel überhaupt, was es gibt auf der Welt. Seht, welch ein Tag. Lasst uns ein Fest bereiten denen, die leiden müssen am Berg. Warten, weiter warten. Am späten Nachmittag werden sie erst kommen. Aber wer dann vorne stehen will, der darf keinen Zentimeter weichen. Je näher das Rennen rückt, je mehr Hobbyradler drängen sich auf den Serpentinen. Der Traum, am gleichen Tage wie die Idole die legendären 21 Kehren bezwingen. Sie wissen, wer hier oben ankommt, zählt zu den Besten. Nicht alle aber wollen mitleiden. Alpe d'Huez, das Woodstock des Radsports, versammelt eine illustre internationale Gemeinde. Endlich, zwei Stunden etwa vor dem ersten Fahrer, die Werbekarawane. Ein fast einstündiges Defilé der Monstrositäten. 23 Firmen präsentieren ihre Produkte auf den Straßen Frankreichs. Oben im Zielraum beherrschen die Italiener die Szene. Tutto Paletti, Pantani wird gewinnen. Vorneweg stürmt tatsächlich der Italiener Pantani, bedrängt von einem Fan. Bilder, wie sie Bergankünfte bieten. Der Grat ist schmal zwischen Faszination und Sicherheitsdenken im Spalier der Hunderttausende. Jan Ullrich II., ein menschliches Kraftwerk, so scheint es, wie er ohne Mühen die Serpentinen bezwingt. Durch eine schmale Gasse müssen sie am Ende klettern, auf dem Weg zur Erlösung von den Qualen des Aufstiegs. Und nicht einmal die Sieger können oben lächeln. Es ist der Tourberg schlechthin. Vor allem in die Menschenmassen, da hat man richtig Gänsehaut bekommen. Und ich glaube, das ist eines von den größten Erlebnissen, was man hier bei der Tour als Profi mitmachen kann. Am gleichen Abend noch wollen alle wieder hinunter. Auf 15 Kilometer wächst der Stau. Nur die Mannschaften werden in Alpe d'Huez übernachten. Am nächsten Tag, um 13 Uhr erst, wird wie immer im Tal unten gestartet. Oben dauert es nur wenige Stunden, bis Alpe d'Huez von den Spuren des Spektakels wieder befreit ist. Nun habt ihr mich wieder verlassen, aber kehrt wieder nächstes Jahr. Lasst mich nicht zu lange warten. Der Berg braucht euch. Manchen Fans reicht es einfach nicht nur zuzuschauen, sie wollen selber mal eine Etappe fahren, so wie das mein Kollege Christian Döring gemacht hat, bekannt als Flutlichtmoderator und als Quergefragt-Moderator, begeisterter Rennradfahrer selber und als Reporter bei der Tour auch öfter dabei. Schön, dass Sie noch dazugekommen sind. Hallo. Hallo, guten Abend. Wie ist das denn dann, wenn man die Tour begleitet als Journalist und dann auf einmal selber die Strecke fährt? Da weiß man zumindest im Ansatz, wie sich die Jungs da manchmal quälen müssen auf dem Rad und kann das ein bisschen nachvollziehen. Vor allen Dingen aber kriegt man einfach die Stimmung. Ist der Druck nicht zu groß? Die Endschnelligkeit hat er, aber das ist eine ganz, ganz heiße Angelegenheit. Jetzt muss man auf alles reagieren. Auch auf die nächste Attacke von Jens Vogt. Der sucht natürlich, wie soll es anders sein, seine Chance der Flucht und bekommt sofort Begleitung. Davita Monlotto setzt natürlich nach. Jetzt haben sie so viel gearbeitet, um das Feld wieder zusammenzubekommen, dann werden sie sich's von Jens Vogt nicht kaputt machen lassen. Noch einmal, Davita Monlotto für Robbie McEwen. Der hat schon drei Etappen, der kann ganz ruhig fahren. Das gibt Moral. Da hinten schauen Sie, im grünen Trikot, da wühlt er sich nach vorne. Und auch hellblau, Milram, Knees, Grabsch um Erik Zabel versammelt. Kann er den Ansprüchen gerecht werden? Das ist die Frage. Zabel ganz eng eben innen an der Wendemarke vorbeigefahren. Das ist seine Position, wenn es jetzt nach unten geht, also auf der linken Seite. Das wäre natürlich prima. Natürlich fiebern wir mit für einen Sportler, der zum 12. Mal bei der Tour de France dabei ist, der 12 Etappen geholt hat, 88 Mal das grüne Trikot, der es noch einmal aufnehmen wollte mit den schnellsten Sprintern. Viele sind weg.
Und jetzt ist die Frage, hat er die Coolness, hat er das Auge, hat er vor allen Dingen die Schnelligkeit, die ja in den Spurts in diesem Jahr ein wenig gefehlt hat, um ganz vorne zu landen. Der letzte Mann in der Gesamtwertung. Wim van Zevenand, gezeichnet von einigen Stürzen im Verlauf dieser drei Wochen. Er hält das Tempo hoch im Hauptfeld. Keine Ausreißversuche mehr zulassen, wie auch bei diesem unglaublichen Tempo. Die letzten vier Kilometer. Hinunter geht es wieder zum Place de la Concorde. Dann der Rechtsknick hinein in den Tunnel, zurück um den Louvre herum. Noch einmal hat einer defekt gehabt, aber der rechnet sich sowieso nichts aus für den Spruch. Stefano Garzelli. Wir blicken nach vorne. Da darf man überhaupt keine Angst haben. Da muss man die Ellbogen ausfahren. Da muss man reinhalten. Aber die Sprinter kennen das ja. Der Adrenalinspiegel, der ist weit über Normalpegel. Jetzt fährt man wie auf der Bahn praktisch nur noch im Unterbewusstsein. Und das alles bei diesem horrenden Tempo. Da muss man schauen, diese Welle da. Müsste mit der 55... Fletcher. Ja, wie, den haben wir vorhin auch schon mal erwähnt. Das ist so einer, der einen Fluchtversuch wagen könnte. Wie ein Pfeil, das sagt der Name ja schon, ist er da rausgespuchtet. Allerdings beinahe hätte es einen Sturz gegeben. So, zum letzten Mal vorbei am Place de la Concorde, zumindest rechts. Juan Antonio Fletcher, ein Klassikerfahrer, einer der wenigen, die Spanier besitzen. Versucht hier noch einmal alles. Ja, er fährt natürlich für sich selbst, er fährt nicht für Frere, der ist nicht mehr da. Alle anderen sind nicht so endschnell. Vorne der alte Mann, Vyacheslav Jakimov, der Mann, der so ruhig winkte bei der ersten Zielpassage, aber immer noch so kraftvoll reintreten kann. Aber er kommt auch nicht weg, ganz klar. Die haben natürlich auch keinen Sprinter dabei, aber man versucht sich in Szene zu setzen. 2400 Meter noch bis ins Ziel, noch einmal hinein zum letzten Mal unter den Tuilerien durch. Dann kommen sie raus auf die Rue de Rivoli. George Hinkepie. Der war weit hinten und jetzt fährt er nach vorne an seinem Hinterrad Vyacheslav Jakimov. Das könnte so ein Überraschungsangriff noch sein. So wie bei Alexander Vinokurov im vergangenen Jahr. Im Dunkel des Tunnels. Schauen Sie, es hat noch einen Helfer bei sich, der sich vor ihn spannt. Das war natürlich eine Finte. Da hat man auf Hinkepie geguckt und ein anderer fährt vorne weg. Milram hat sich hinten eingereiht, also Erik Zabel in einer Position, die ihm die Option lässt, diese Etappe doch noch zu gewinnen. Die letzten 1000 Meter sind erreicht und Herbert, die gehören dir zum Abschluss von 41 Jahren Tour de France, die Stimme des Radsports. Viel Spaß auf diesen letzten Meter. Danke Florian, also vorbei am Riesenrad, Place de la Concorde. Jetzt geht es hinein, die letzten etwa 1500 Meter. Immer noch ist eine Spitzengruppe mit da vorne. Natürlich kann man von hier aus nicht sehen, wer ist in dieser Spitzengruppe vertreten. Die Milram-Farben sind vorne, das grüne Trikot und auch Robbie McEwen. Erik Zabel an seinem Hinterrad, Tuschierung, da kommt er aus dem Rhythmus. Erik Zabel ist jetzt ein wenig hinten und hat den Vorsprung eingebüßt. Jetzt allerdings Robbie McEwen von der Spitze aus, links ist es Sebastian Hinault, kommt Robbie McEwen hin, nein, er kommt nicht mehr hin. Und es gewinnt der Mann im grünen Trikot. So wie die Tour de France begann, so endet sie auch mit dem Sieg von Thor Hüshoff, dem Norweger, der den Prolog in Straßburg gewinnen konnte. Das war ein Sprint mit Haken und Ösen. Schauen wir noch einmal. Zunächst hier die Männer von Gerold Steiner. Paco Frohlich wollte sich auch noch mal zeigen. Jetzt Robbie McEwen, die mitfahrende Kamera, ist zu früh im Wind, hat drei Etappen gewonnen, kommt nicht hin. Jetzt der Wikinger aus Norwegen fliegt da dran vorbei. Und Thor Hüshoff gewinnt die Schlussetappe. Welch ein Bogen spannt sich da.
für den ersten und bisher einzigen Sieger im Prolog für Norwegen und das erste gelbe Trikot für einen Mann aus Norwegen. Das ist die Siegerpose des Mannes, der so schwer verletzt wurde in Straßburg. Und jetzt der große Triumph. Nochmal diese Zielankunft in Analyse. Links sehen Sie Erik Zabel. Es gibt noch kein exaktes Ergebnis, das uns eigentlich von den Transpondern geliefert werden soll. Aber das ist klar, diese Pose ist eindeutig. Und es war ein überlegen herausgefahrener Sieg von Thor Hüshoff. Und vielleicht war sich da Robbie McEwen ein bisschen zu sicher, dass er dieses Rennen von vorne würde gewinnen können. Sehr früh vorne im Wind. Und Erik Zabel hatte da eine Kollision. Da hat ihn einer von links gerempelt, kam für einen Moment aus dem Rhythmus und kommt hier nicht mehr hin. Hüshoff, McEwen, ich glaube, vierter Platz für Erik Zabel. So ist es, vierter Platz. Und das war die Tour de France 2006 mit dem Sieger Floyd Landis. Letzter Etappensieg für Thor Hüshoff. Das war's von uns. Herbert, Florian, hat Spaß gemacht. Mach weiter so, bis ins nächste Jahr. Liebe Zuschauer, mich sehen Sie ab morgen nicht mehr bei der Tour de France. Es war ein Teil meines Lebens. Bleiben Sie uns gewogen, macht es gut. Au revoir und vive le vélo, es lebe der Radsport. Ein herzliches Dankeschön an Florian Nass und merci beaucoup et au revoir Herbert Watteroth. Ein spannendes Finale war das, Marcel, nach einer außergewöhnlichen Tour 2006. Ja, das Finale hat wirklich wieder alles gehalten, wie es auch diese Tour letzten Endes gehalten hat. Es war die knappste, die spannendste und sicherlich auch die ungewöhnlichste der letzten 10 Jahre. Ich habe mich sehr über diese Tour gefreut. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit, Marcel. Hat mir wie immer viel Spaß gemacht mit dir. Gleichfalls. Dankeschön. Obwohl die Themen, liebe Zuschauer, nicht immer so spaßig waren. Die Tour 2006, sie wird nicht nur aus sportlichen Gründen in die Geschichte eingehen. Es war nicht immer ganz leicht, denn es ist ein schmaler Grat zwischen übertriebenem Misstrauen und unangebrachter Naivität. Ich kann nur hoffen, dass Sie mit unserer Berichterstattung, so wie sie war, zufrieden waren und mich ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen im Namen der gesamten Redaktion und der Technik. Die Siegerehrung reichen wir nach mit Floyd Landis, dem Sieger 2006 und natürlich auch dem Tour-Dritten Andreas Klöden. Denn jetzt geht's rasant weiter hier im Ersten mit der DTM. Dabei viel Spaß und au revoir aus Frankreich. Es ist das Rennen des Links-Rechts-Kombination auf die Via Roma, auf die Zielgerade führt. Jetzt muss die letzte Phase des Unternehmens eingeleitet werden. Erik Zabel ganz vorn. Mit seinem Edelhelfer Gian Matteo Fagnini. Und das, Herbert, ist natürlich ein Doppeltrumpf, den müssen die anderen Mannschaften erst einmal beantworten. Er kennt natürlich hier jeden Zentimeter, Gian Matteo Fagnini. Blick zurück, wo ist mein Kapitän? An seinem Hinterrad. Jetzt muss man natürlich höllisch aufpassen, ob irgendwo ein Angriff von hinten kommt. Arrivederci, Mario Cipollini. Für ihn war dieser letzte Anstieg wieder zu viel und er wird so stinksauer darüber sein, weil er es eigentlich immer vorhergesagt wird. Und diesmal hat er sich wirklich lange gequält. Vielleicht kann er sogar bei dieser Abfahrt noch einmal zurückkehren. 1600 Meter noch hinunter, dann kommt der Corso Cavallotti, Rondo Garibaldi, Via Fiume und dann 750 Meter geradeaus Via Roma hier zum Ziel, wo die Fernseh- und Radioreporter sitzen. Eine ungeheure Spannung. Über 7 Stunden und 20 Minuten sind die Fahrer von der Lombardei nach Ligurien unterwegs. Aber das sieht nicht nach Power aus. Da müsste er weiter vorne fahren und er ist auf sich alleine gestellt. Er weiß, dass er da nicht mithalten kann, nicht reinhalten kann. Crédit Agricole jetzt vorn mit einem Fahrer. Bartoli an sechster Position. Zweiter Fagnini, dritter Zabel. Also Cipollini ist in diese Gruppe hereingefahren. Zwei Mapei-Fahrer sprechen miteinander.
Und ist Stefano Zanini noch dabei? Den dürfen wir nicht vergessen, diesen starken Sprinter, der im vergangenen Jahr unter anderem die letzte Etappe der Tour de France gewonnen hat nach Paris. Auf jeden Fall ist Bettini an der Seite von Bartoli, genauso wie Fagnini bei Zabel. Und Bobby Julik müsste das vorne sein, der ja so viel Pech gehabt hat in den letzten Jahren. Drei Mapei-Fahrer, davor zwei Telekom-Fahrer und vorne die 44. Jawohl. Bobby Julik, der in diesem Jahr bei einem Rennen in der Schweiz schon den dritten Platz belegt hat. Auch Biagio Conte, der hier schon Dritter war, ganz in Rot in den hinteren Positionen. So, jetzt sind sie unten angekommen. Fagnini. Nun muss er das richtige Gespür haben. Er muss sozusagen das Gericht ankochen. Jetzt ist der Mann mit der Spürnase gefragt. Gian Matteo Fagnini an fünfter Position. Die Fassa Bortolo-Mannschaft um Baldato ist mit dabei. Domo im Moment nicht zu sehen. Und Weinstein bei Zabel. Alle hängen sie am Hinterrad von Erik Zabel und vor allem dieser Weinstein. So ist er Weltmeister geworden, braucht gar keine Helfer dafür. Das soll nicht geringschätzend klingen, denn erst einmal muss man natürlich dahin kommen. Jetzt erreichen sie gleich die entscheidende Gerade. Viel Rot und Cipollini mit dabei. Cipollini zurückgekehrt, Weinsteins dabei und Erik Zabel, der nur noch Gian Matteo Fagnini hat. Jetzt der Angriff von einem Rabobank-Fahrer. Erik Decker. So hat er drei Tour de France-Etappen gewinnen können. Aber jetzt ist die geballte Präsenz der Sprinter hinter ihm. Ultimo Kilometro. Ein Kilometer noch. Und Erik Zabel ist noch dabei. Am Hinterrad von Gian Matteo Fagnini. Vorne ein Angriff. Zabel jetzt mit einem kleinen Loch. Da muss er noch einmal hin, dass er diesen Windschatten optimal ausnutzen kann. Und jetzt haben sie die Via Roma erreicht, die in wenigen Augenblicken in Via Zabel umbenannt werden könnte, wenn dieses Unternehmen wirklich glückt. Achtung auf Weinsteins. Und die Saeco-Mannschaft, der rote Zug, der ist unterwegs. Und Zabel an der Seite von Gian Matteo Fagnini, jetzt muss das Tempo hochgehalten werden. Rechts kommt Weinsteins, die letzte Kurve, die letzten 700 Meter. Fagnini führt seinen Kapitän und dann gibt es einen Sturz. Das könnte gut sein für Erik Zabel. Ein Massensturz. Man muss da vorne schauen. Oh, jetzt Fagnini, jetzt muss Erik Zabel die letzten Meter alleine fahren. Cipollini an seinem Hinterrad, aber Zabel, Zabel gewinnt! Zweiter Cipollini. Dritter Weinsteins. Incredibile, rufen die Italiener hier. Ein fürchterlicher Sturz, das wollen wir nicht vergessen. Bei höchstem Tempo verschiedenste Fahrer darin verwickelt. Eine Kettenreaktion natürlich, von der viele Profis erfasst wurden. Fürchterliche Szenen. Vor 4 Jahren, als Erik Zabel hier gewann, da stürzten auch einige, aber denen ist nichts passiert. Museo damals, hier schauen Sie. Einer fiel hin und alle anderen darüber. Ein Fahrer von der Mercury-Mannschaft von Van Petegem. Und natürlich jetzt tröpfchenweise die anderen hier. Das ist natürlich ein Wermutstropfen. Aber schauen Sie, mustergültig Zabel nach vorne gebracht. Perfekt angezogen. Jetzt Cipollini neben Weinsteins. Da flog noch etwas über die Strecke, aber Erik Zabel hält es durch. Zweiter Cipollini, dritter Weinsteins. Vierter Biagio Conte. Jetzt dieser Sturz, ausgelöst in dieser letzten Kurve. Und sofort natürlich purzeln verschiedene Fahrer übereinander. Bartoli konnte sich gerade noch retten. Oh, das tut weh. Was haben wir schon für Stürze in diesem Frühjahr erlebt? Das war schon genug. Jetzt versucht es Mario Cipollini unverkennbar an seiner großen Brille rechts. Aber er hat nicht mehr den Punch. Den hat Erik Zabel. Er hisst sich auf das Niveau von Gino Bartali und holt in 5 Jahren den 4. Sieg. Zabelhaft. Nicht zu fassen. Zabelissimo. Ich bin sicher, morgen wird es diese Überschrift geben in der Gazzetta dello Sport. Aber neben dem Foto des strahlenden Siegers wird es auch diese
schlimmen Aufnahmen vom Sturz auf der Zielgerade geben. Es wird eine Weile dauern, bis man genaue Informationen bekommt, welche Fahrer darin verwickelt waren. Vorn das dramatische Finale mit dem Sieg von Erik Zabel, dem vierten in 5 Jahren. Sein 123. Erfolg in seiner langen und ruhmreichen Karriere. Pech für die anderen. Viele werden da in den nächsten Wochen ausfallen, allen voran auch Konischew, der da von vielen Fahrern überrollt wird. Und vorne mustergültig bereitet Gian Matteo Fagnini den Spurt vor. Und dann aus dem Windschatten heraus, da hat Cipollini einfach nicht mehr die Chance heranzukommen. Senti Mario, du hai visto la caduta? Sono caduti due corridori dietro di me, io nel momento stavo... No, quello non l'ho visto, pensavo che stessi parlando della caduta da cipresso. Senti, l'amarezza più grande. L'amarezza più grande oggi. Erik Zabel also beginnt diese neue Saison, so wie er sie beendet hat, im begehrten Trikot des in der Weltcup-Wertung führend. Das haben wir ihm gesagt. Hier kommt der Weltmeister. Weinsteins, der sich klasse geschlagen hat, im Oktober noch Weltmeister, auch er jetzt schon wieder in super Form. Hier kommen die Gebeutelten. Hier kommt Stefano Zanini. Auch er gehörte zu den Gestürzten, es ist leicht zu erkennen. Kam dadurch um bessere Chancen, er gehörte zu dem Pulk dahinter. Und diese Bilder sehen wir nun schon zum vierten Mal in Sanremo. Alles hat geklappt, alles hat er richtig gemacht, vergessen wir Fagnini nicht. Er ist mit der 1 ausgestattet, nicht nur auf dem Rücken als Startnummer, sondern vorne auf der Brust die 1 der ARD. Und er ist der Erste bei Mailand Sanremo, 7,5 Kilogramm ist dieser Pokal schwer. Und da gibt es sicherlich heute Abend eine Feier in Nizza am Flugplatz. Morgen wird er zur katalanischen Woche fahren und doch sicherlich begeistert empfangen werden. Erster links Zabel, zweiter rechts Cipollini, dann Romans Weinsteins auf Rang 3. Kilometer hat er gebolzt. Hat 5 Siege herausfahren können. Es ist sein 6. Damit hisst er sich wieder zu dem Italiener Andrea Leoni an die 1. Position. Und wir sind natürlich froh, dass wir Ihnen dieses Rennen übertragen haben. Ja, da haben einige Leute einen guten Riecher gehabt bei dieser Programmentscheidung. Das ist Dimitri Konischew mit Blut am Hinterkopf. Der erfahrene Russe, der schon so lange dabei ist und sich noch einmal so gut in Form gebracht hat, auch schon Rennen in diesem Frühjahr gewonnen hat. Die Rennfahrer sind hart im Nehmen. Man wird sich wundern, wer alles in den nächsten Wochen schon wieder an den Start gehen wird. Rechts noch einmal Castellano und dann kommt auch der Telekom-Fan. Der Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland, Rudolf Scharping, der sich einmal mehr nicht hat nehmen lassen, hier hinzukommen. Jetzt gibt es zum ersten Mal diese Aufnahmen des Sturzes von hinten. Ein Mapai-Fahrer ist da zuerst betroffen, ja hier. Das war Zanini. Ja. Der rutschte weg und die anderen drüber weg. Hier Vinokurov, aber er hat sein Werk getan. Schlimme Bilder. Gott sei Dank, wir haben von den Helmen gesprochen. Die italienische Polizei hat natürlich gar nichts im Griff. Die schauen zu. Aber die Rennfahrer sind ja selbst besonnen genug. Hier kommt die nächste Gruppe ins Ziel. Also,
ein turbulenter Renntag, der nach knapp 7,5 Stunden zu Ende geht. Hier unten am Bildrand fährt Baldato vorbei, also die Fassa Bortolo-Mannschaft arg gebeutelt bei diesem Rennen. Und das ist noch einmal der Ausgangspunkt dieser Siegesfahrt für Erik Zabel. Heute Morgen 9.45 Uhr in Mailand ging es los. Dann der Brick Breton, der neue Berg in diesem Kurs, der aber keine Vorentscheidung brachte. Der tapfere Ukrainer Matwejew mit seinen drei Begleitern. Dem Spanier David Lataza, Martin Ritzel und Milan Kadletz. Und dann das großartige Finale bei den verschiedenen Anstiegen im letzten Abschnitt. Von Marco Pantani war da schon lange nichts mehr zu sehen. Die Entscheidung fiel nicht an der Cipressa und auch nicht auf dem Poggio, sondern auf der Via Roma 700 Meter vor dem Ziel, als Gian Matteo Fagnini mustergültig Erik Zabel in die führende Position manövrierte und der mit einem großen Gang führte die erfolgreiche Teamarbeit des Teams Deutsche Telekom zum vierten Mal in 5 Jahren zu Ende. Links der zweite, Mario Cipollini mit seiner Tochter. Und rechts von der Tribüne geht Roman Weinsteins, der also sich gezeigt hat mit seinem Regenbogentrikot, der eine starke Saison fahren wird, da bin ich mir ganz sicher. Also Erik Zabel jetzt hinter Eddy Merckx und Costante Girardengo, gleichgezogen mit Gino Bartali in die Annalen dieser Classicissima in diesem Moment eingegangen. Ein Interview mit Erik Zabel werden Sie in Kürze sehen können in der ARD Sportschau ab 17.30 Uhr. Unsere Kollegen sind jetzt schon in seiner Nähe. Wir werden in aller Eile einen Bericht zusammenschneiden mit den Höhepunkten dieses Rennens und einem Interview mit Erik Zabel. Genau wie in den letzten Jahren hat Zabel alles richtig gemacht. Und man kann wirklich Gian Matteo Fagnini danken. Der Mann, der sich so sehr in den Dienst seines Kapitäns gestellt hat. Eine großartige Leistung von der gesamten Mannschaft, vollendet von Erik Zabel am Ende. Aber auch seine 7 Helfer haben für diesen tollen Triumph gesorgt. Sieg von Erik Zabel. Und damit verabschieden wir uns aus Sanremo und geben zurück nach Köln.